So, liebe Leute, Rennwochenende Nummer 22 und damit das letzte unserer MyTeam-Karriere hier in F1 2020. Wir werden ab der nächsten Woche dann eine neue Fahrerkarriere beginnen, also mit unserem eigenen Fahrer, dann im Mercedes, so wie ich das mitbekommen habe, weil ich habe jetzt umgeswitcht, eigentlich wollte ich jetzt im Alpha Tauri anfangen. Wir werden im Mercedes anfangen, um vielleicht auch die Chance haben, noch was zu holen, um nochmal einen Weltmeistertitel zu holen hier in F1 und dann... Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Und dann werden wir im F1 2021, was ab dem 13.06. kommt, also am 16.06., 13.06. für Vorbesteller, die die teure Version gekauft haben, werden wir dann entweder eine Koop-Karriere, wenn es möglich ist, oder Koop-Beiteam-Karriere, je nachdem, ich denke mal eine Koop-Karriere oder dann im Alpha Tauri mit dem Sucramado zusammen die neue Saison angehen. Nur, dass ihr da jetzt schon mal Bescheid wisst. So, okay. Gehen wir mal rüber und gehen wir mal rein. Wir haben Aktivitäten ohne Ende. Sponsorenwerbung. Wir brauchen Money. Weiter Fahrerpressetour. Und wir brauchen noch ein eintägiges Ding. Nö, haben wir nicht. Das heißt, wir schmeißen die Sponsorenwerbung. Team, ja, 45.000. Haben wir eine? Komm, ist okay, ist egal. Alles gut. Ach, leck mich doch mal spielen. Ich hasse mein Lenkrad. Ich muss mal mein Lenkrad kurz starten. Das heißt, ich muss wieder ausstehen und ich muss das Lenkrad ziehen und nochmal neu starten. Wir sehen uns gleich wieder. Oder hören uns gleich wieder. Ich bleib drauf. So, da bin ich wieder. Und jetzt geht's weiter. Also, wie gesagt, mein Lenkrad hat sich gerade mal kurz abgeschaltet. Lass uns vergleichen, hier müssen wir mal halt leben, dass wir letzter sind. So, es geht heute um alles. Was wird erreichbar sein? Wie es momentan Vierter in der... Kann ich euch kurz zeigen, wie es momentan in den Ranglisten aussieht? Da ist es. Also, wir sind Vierter in der Teamwertung. Und auch in der Fahrerwertung haben wir 5 Punkte Vorsprung auf Carlos Sainz, beziehungsweise 19 auf Alexander Albon. Da müssen wir auch so ein bisschen noch drauf achten. Ricciardo wird es nicht mehr kriegen. Und in der Tiefwertung sitzt ein Pünktchen beziehungsweise auf Renault und 21 auf Ferrari. Auch da kann durchaus noch was möglich sein. Jetzt kommt Abu Dhabi, eine Strecke, die mir persönlich nicht so liegt. Naja, schauen wir einfach mal, wie es läuft in dieser Saison. Also wir wollen beide Plätze behalten. Das ist das ganz, ganz wichtige Ziel. Und dann schauen wir einfach mal, auf was wir hinkriegen. So, gehen wir rein ins... Warte, ich hab mal kurz nachgucken. Sponsoren brauchen wir gerade nicht. Das heißt, wir gehen hoch. Triebwerk verbessert, sehr gut. Dazu kommen jetzt nämlich einige Einheiten noch dazu. Einige Sachen noch dazu. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Sehr gut. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. So, Reifenauswahl. Wir fahren auf weich. In Brasilien haben wir uns ein bisschen mit der Strategie, was heißt nicht mit der Strategie, aber eher mit dem Wetter verzockt. Eigentlich habe ich gedacht, okay, der Regen kommt, der kam dann auch wirklich, aber nicht stark genug, um dann alle auf Inters wechseln sollten. Deswegen bin ich auf Medium gestartet eigentlich und habe gedacht, ja, die werden alle nochmal auf Inters wechseln und dann wären wir nämlich mit dem einen Stop weiter vorne gewesen. So wurde das immer wieder ein 13. Rang, weil wir dann am Ende Gott sei Dank noch den Vettel kassiert haben und dann nicht weiter nach vorne kamen. Gut, gehen wir rein in 3 Wochen hinein. Auf geht's. Das letzte freie Training hier in F1 2020 mit der MyTeam-Karriere. Das ist das große Ziel und dann da geht's weiter auf jeden Fall, wie gesagt, mit einem 10-Rennen-Saison. Ich habe mir so ein bisschen 10 Rennen schon rausgepickt, welche wir dann fahren werden. Das machen wir dann auf jeden Fall, wenn wir dann, das machen wir dann nächste Woche zum Einstieg. Jetzt machen wir jetzt mal wieder ein bisschen freies Training. So. Gut. Es wird übrigens komplett trocken bleiben. Es hätte mich auch schwer gewundert, wenn es geregelt hätte, aber es wäre möglich gewesen.
Wettervorhersage brauchen wir gerade nicht. Vergleich, aber wir haben ein bisschen was verloren. Wir sind immer noch letzter. Scheiße, ey. Na gut, ich will den Baum kommen. Gehen wir rein. Rein damit. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Ich habe zu wenig Ressourcenpunkte. Okay. Keine Qualität brauchen wir nicht. Und dann gehen wir rein. Los geht's. Gehen wir auf die Strecke. Einheit wollen wir jetzt nicht wechseln. Das ist jetzt eher uninteressant. So, Yas Marina Circuit. Und ob jetzt auch nicht nur unser letztes Rennen in dieser Saison, sondern auch das von Kimi Räikkönen. We're gonna be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. So, also Abu Dhabi brauche ich. Abu Dhabi trocken. So, fahren wir raus. Ja, es geht jetzt momentan wirklich viel gegen McLaren, gegen Renault, gegen Ferrari und. Es muss halt sehr viel passieren. Oder im Idealfall müssen wir das Rennen gewinnen oder so weit wie möglich da vorne fahren, um halt hier eine Chance zu haben. Ich werde was auch aus, um eine Chance haben, überhaupt heute was mitzunehmen hier. Aber gucken wir einfach mal, wie gesagt. Letzte Saison sind wir hier Zweiter geworden und ob wir das diesmal schaffen, weiß ich noch nicht. Müssen wir einfach wieder schauen. So, dann jagen wir den guten Nick mal ein bisschen. Auch hier wieder bis 20 Minuten runter. In unserer Liga rennen wir nicht hier Elfter geworden zum Saisonabschluss. Aber es sind auch wieder 6 Pünktchen gewesen oder 7 Pünktchen gewesen. Das ist nicht das Problem. Liegt auch daran, dass wir bis 15 fahren. Und ob wir das in der nächsten Saison so beibehalten, weiß ich noch nicht. Und wie es mit dem, wie es heute Abend oder wie es diesen Sonntag mit dem Stream aussieht, weiß ich auch noch nicht. Oh. Ja gut, okay. Das war natürlich super clever, dass ich da jetzt versucht habe, vorwärts zu gehen. Ich habe schon gesehen, den Mick. Scheiße. Da war ich zu schnell an ihm. Da war ich einfach so schnell vor der Kurve. Mal gucken, wie dieses Wochenende überhaupt abläuft, wie dieses Wochenende aussieht. Es muss halt sehr viel passieren. Gott sei Dank haben wir keine Strafen zu erwarten, wie in Brasilien. Da wäre auch ein bisschen was drin gewesen. Vielleicht fahren wir gleich die gleiche Taktik wieder. Schauen wir einfach mal. Wir haben eigentlich tatsächlich nur viel zu gewinnen. Ich gehe davon aus, dass wir diese Saison, dieses Rennen nicht so viel mitbekommen, mitnehmen. Aber wie gesagt, einfach mal schauen. So, steigen wir hoch und dann geht's los jetzt hier. Unsere erste von wahrscheinlich 3 gezeichneten Runden hier in Yas Marina. Den Nick dann immer mal ein bisschen hinterher. Ich weiß gar nicht, was der für eine Reifenmischung fährt. Ob der auf hart geht. Das war natürlich clever. Das war uns mein eigener Frontflügel, aber das ist dann halt jetzt meine Schuld gewesen. Da bin ich einfach ein bisschen zu ungestimmt momentan. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Ach so, mein Lenkrad möchte mal wieder. Ja, das ist normal bei dir. Oh Gott, ja, ich starte neu. Das ist mir übrigens auch im Ligarennen passiert. In der letzten Runde, der Anfang der letzten Runde. Gott sei Dank habe ich den Controller hier neben mir liegen, das heißt, ich kann den Dreck abfangen. So, jetzt ziehe ich ein bisschen zurück, aber. Ja, natürlich ist die Runde nicht ideal, weil der gute Mick mir noch ein bisschen im Wege steht.
Aber ein bisschen Racing mit dem Teamkollegen, warum auch nicht? Schade, dass er nicht so viele Punkte geholt hat. Die Frage ist, wie sieht es mit dem neuen Vertrag aus in der neuen Saison? Ob der bleibt oder aber geht? Wie gesagt, die Frage, aber das werden wir nicht miterleben, weil wir das nicht zu Ende fahren in meiner Teamkarriere. Wir werden nicht weiterfahren. Wie gesagt, wir werden ab der nächsten Woche mit dem Mercedes und der 10. Rennen Minisaison fahren. Wobei ich mir tatsächlich nur einige Rennen rauspicken werde. Ich muss mal gucken, welche. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Da war schon einer bei Mercedes draußen, die sind aber jetzt natürlich in die Box gefahren. Wir müssen natürlich jetzt das Problem natürlich mit dem kaputten Frontflügel, dass wir jetzt natürlich viel Zeit verloren haben. Aber wie gesagt, ich nehme die Schuld auch auf mich, da war ich einfach zu ungestüm. Da war ich auch einfach zu ungestüm. Car repairs have set us back a little. Tempting to focus entirely on the race, but we should put a bit of time aside to run the qualifying sim program. Try to run it before the end of FP3 if you can. Top of the speed trap, 342.1 kilometers per hour. Ja, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Wir müssen wahrscheinlich immer neuen Rad setzen. Jetzt mit den Mediums fahren. All clear the garage, please. Car ready to leave. So. So, dann sind wir nochmal draußen. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich nur zwei Ründchen hin. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Aber wie gesagt, ich versaue mir gerade, habe mir gerade selber so ein bisschen das erste freie Training versaut. Mal gucken, wie weit wir hier nach vorne kommen. So, Charles Leclerc als 38.0. Weiß ich jetzt nicht, wie die Zeiten jetzt aussehen. Die Vergleichszeiten jetzt aussehen. Ich spare natürlich jetzt ein bisschen ERS für die Runde, für die schnelle Runde nachher auf. Dann werden wir wahrscheinlich zweimal Medien, zweimal Soft fahren. Scheiße. Aber wie gesagt, meine eigene Schuld. Punkt. Bin da den Mikkel gut drauf gefahren, wollte da ein bisschen zu viel, einmal zu schnell, einmal dem Heck gesegelt. Das ist halt alles beides meine Schuld gewesen. Ich wollte da einfach ein bisschen zu viel an dem Teamkollegen vorbei. So, dann fahren wir jetzt nochmal. Also fahren wir ein bisschen was raus. Obwohl wir vielleicht sogar nächste Saison gar nicht mehr Alpha Tauri fahren, sondern sogar mal wahrscheinlich sogar doch mal mit dem Martin fahren. Weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Ich denke mal, Alpha Tauri könnte aber durchaus realistisch sein. Weil der fehlt mir zum Beispiel in meiner Karriere noch. Den Racing Boy habe ich ja schon gefahren. Jetzt fehlt mir noch der
Alpha Tauri, beziehungsweise der Toro Rosso, den habe ich mal anfangs meiner Online-Karriere mal gehabt. In meiner ersten Saison. Naja. Also in der heutigen MSFL habe ich den gefahren. Das war so mein erster Schritt. Naja, schauen wir mal. So, wir versuchen auf jeden Fall nochmal eine Zeit zu setzen. Sogar besser im Mittelsektor. Bestzeit sogar. Da hatte ich jetzt fast nicht dran geglaubt. Nochmal, ich habe die KI übrigens nicht umgestellt, ne? Ich fahre momentan immer noch KI 85. Und jetzt haben wir natürlich ein Auto vor uns. Das ist jetzt auch wieder beim Lenkrad. Ey, warum gehst du eigentlich immer aus heute? Das war auch wieder mein Lenkrad. Das heißt, ich habe keinen Empfang, teilweise kriegen. Das war übrigens wieder mein Lenkrad. Also da habe ich jetzt nichts damit zu tun gehabt. Ach, ich hasse dieses Ding, ey. Ich muss mal mein neues Lenkrad. Das Problem, mir fehlt das Geld dafür. Ja, lass mich in Ruhe. You're nearly out of fuel, almost out of fuel. You need to pit within the next two laps. Na, die Zeit hat sich war nicht schlecht. Box this lap, please. Box this lap. Latifi. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. So, dann gehen wir zurück in die Garage. Boah, ich sage das gerade, wenn du im scheiß Lenkrad, ey. Boah, hast du es jetzt endlich? Das ist jetzt das dritte Mal, allein nur im ersten freien Training, dass mein Lenkrad sich neu startet. So macht es mir gerade echt keinen Spaß. So. Gut.
Gucken, wie die beschleunigen, wie die Zeit sind. Ich denke mal, vorne werden wir eh nicht sein. Da werden wir wahrscheinlich, wenn die Mercedes dann kommen. Ja, Lewis Hamilton, der Erste, der natürlich unsere Zeit bügelt erstmal. Verstappen da hinterher. Bottas würde mich schwer wundern. Wenn er sie nicht hat, aber der wird wahrscheinlich doch da komplett die. Och man, Lenkrad. So, jetzt. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an: Hamilton, Verstappen und Richards. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Also dritter Platz wäre ein Träumchen, aber Bottas, ja gut, jetzt auf hart gefahren, auf 16, jetzt auf 15. Also wenn das wirklich so top, so passen würde am Ende, wäre ich so happy, weil dann wären wir, mit meinem Bottas sind wir wohl, aber mir sind die anderen Positionen nicht ganz unwichtig. Gerade was Sainz betrifft, oder die Ferrari, oder die Renault, wie auch immer. Aber gucken wir mal, solange wir so schlagen und sie nicht allzu viele Punkte holen, soll es möglich sein. Sie können natürlich, wenn sie direkt beide hinter uns sind, auf 4 und 5 oder keine Ahnung, dann dürften sie uns von der Position her packen. Aber mal gucken, wie gesagt. Gut, dann gehen wir jetzt gleich rein ins zweite freie Training. Das erste war ja schon sehr actionreich. Super, ey, mit meinem Lenkrad, das geht mir gerade ein bisschen auf den Piss. So, gehen wir rein, Training 2. So, wir gehen sofort rein. We have a number of programs to run during these practice sessions. You can check the details in the car monitor. We'll get good data for both the race and factory teams, so they're well worth running. Gehen wir sofort rein ins zweite freie Training gleich. Ich glaube, so wirklich viel kriegen wir nicht gefahren heute. Okay, let's talk about this track. Be careful on the approach to the right-hander at 17. You come through 16 full throttle, so the car can still be a bit unsettled as you come into the braking zone. You don't want to snatch a brake and run wide if you can help it.
So, naja, wie man sagt. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Ja. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle. Jeff, halt die Fresse einfach. So. Also, das erste Frei trinken wir ja mal überhaupt nicht. Also gut, das Ergebnis bin ich zufrieden mit Platz 3. Mal gucken, ob wir das bestätigen können, so. Aber dass er fast viermal mein Lenkrad ausgegangen ist, alleine nur im ersten freien Training, ist nämlich viel. Und ich hoffe, dass das jetzt mal irgendwann hält. Das nervt mich nämlich gerade extremst. Ja, ich muss immer mal viel Geld investieren, um mir mal Neues holen. Aber es ist halt das Problem, es fehlt halt. Mit der Corona und so, das ist halt das Problem. Ich habe halt das Geld nicht. Controller traue ich mir nie wieder zu fahren. So, mal gucken, ob es jetzt häufig jetzt ein bisschen hält. Also Platz 3 im ersten freien Training, mal gehen wir mal ein bisschen ins Positive wieder rein. Ist okay. Aber wie gesagt, mal schauen, wir jetzt gleich in den zweiten Abschnitt, in den zweiten und dritten Abschnitt. Erste Bestzeit, Magnussen 1:41.350, die sollten wir durchaus packen. Wir sind eben als 38, niedriger als 38er Zeiten gefahren und damit wäre es okay. Aber wieder mal schauen, wie es im Rennen wird. Oder beziehungsweise vor allem erst noch morgen im Qualifying. Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen Zeit auf der Strecke investieren habe, um mich wieder zu frustrieren. So, erste Auto ist raus. Das ist ein Ferrari, glaube ich. Müsste Ferrari sein. Ne, es ist Kimi. Gut, der Motor ist derselbe, aber das Auto ist das andere. Also, erste Sektor Bestzeit klar gegen Magnussen. Das sollte durchaus möglich sein, den zu packen heute. Dieses Wochenende. Aber mal gucken. Also, ich habe jetzt natürlich... Aha, okay. Kimi, mach Platz. Das ist super. Dankeschön. Er sieht zwar mein Handzeichen nicht. Ich habe ihm gerade aber Gedanken... Da muss aufpassen. Nicht, dass der mir da ins Auto segelt. Wir haben nämlich einiges zu verteidigen und einiges zu holen. Es geht um Kohle. Viel, viel Geld. Ich will diese vierten Platz in beiden Wertungen behalten. Wobei das eine sehr erfolgreiche Saison ist. War aber, wo viele Strecken, wo ich für die Teile lassen mussten, wechseln mussten, muss gar nicht gegen Ungarn, Russland. Jetzt zuletzt in Brasilien. Das ist halt das Problem. Dass wir da immer nur diesen 13. Platz hatten und ja, Punkte verloren haben. Sonst wäre wahrscheinlich mehr drin gewesen. Aber manchmal musst du einfach komplett austeilen. Um einfach nur mal sicher gehen. USA. Ne, USA sind immer siebter geworden noch am Ende. Und Mexiko auch. So, wir haben auf jeden Fall eine. Okay, wir hängen sogar hinter unserem Zielkollektor, trotz Bestzeit. Fahrer vor mir. Mick is ahead of you. Their best lap time is a 1:38.1. Oh, ziemlich zeitgleich mit Mick, aber der. Da müssen wir jetzt nochmal ran an das Reißbrett, an das Auto. Gut, Magnus ist auf hart gefahren. Da habe ich nicht gut durchgekommen. Pierre Gasly 37,3, 0,8 vor. Das wird nichts. Wir haben eine halbe Sekunde Rückstand und da müssen wir noch mal ran.
fuel. Box in the next two laps, please. Set fuel mix 1 if you want to save the engine for the race. Komm nicht vor. This lap, please. Box this lap. Es kommt kein, ja, krieg keinen Schritt nach vorne. Momentan. So, der Benzin würde mir sowieso ausgehen. Ja, Lenkrad, ich weiß, dass du keinen Bock hast auf mich gerade. Sogar Carlos Sainz vorne, ja. Wir kleben irgendwo mitten am Ende des Feldes. Das heißt am Ende des Feldes, wir kleben zumindest weit hinten. Auf 13 und 14, also Punkt Richtung Punkte. Ja, es ist wirklich nur ein Mühe gegen Mick. Und das, obwohl wir besser sind im ersten Sektor haben, aber wir kriegen es halt im zweiten und im dritten Sektor vor allem nicht auf die Reihe. So. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Sainz, Gasly und Lewis Hamilton. Gasly ist meine Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Ja, mal gucken, wie soll was drin ist. Wir müssen jetzt das dritte freie Training noch abwarten. Und dann morgen noch ins Qualifying. So, gehen wir rein ins letzte freie Training in unserer MyTeam-Karriere in F1 2020. Und ja, das erste freie Training war so ein kleines Strohfeuer und das zweite freie Training zeigt uns wahrscheinlich, wo wir dran sind. Ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich noch beide Plätze verlieren werden. Irgendwie macht es mir gerade keine Hoffnung, was passieren kann, vor allem mit dem Lenkrad nicht. Das zickt nämlich heute echt extrem rum. Das heißt, hat heute irgendwie, keine Ahnung. Gestern lief es wunderbar und jetzt in Abu Dhabi, das kann auch einfach an der Strecke liegen. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Mich nervt es gerade einfach extrem. Gut. Gehen wir raus. Letzte Freitraining. Auf geht's. Im ersten Freitraining wunderbar. Lief es absolut beschissen. Jetzt im zweiten Freitraining. Gott sei Dank nur einmal, als ich in der Garage stand. Und jetzt muss ich mal hoffen, dass es das dritte Freitraining vor allem das Qualifying und das Rennen durchhält.
Also, wie gesagt, letzte freie Training, mein Teamkarriere. Mal gucken. Und dann nächste Woche fahren wir noch eine kurze Fahrerkarriere mit 10 Rennen. Und mit unserem eigenen Fahrer. Und dann geht's geht's rüber in den FA 2021. Und dann wird hoffentlich der Sucramados einer meiner Abonnenten. Und ja, ehemaligen Teammates tatsächlich aus der Formel 1 Liga, der dabei sind. Und er war tatsächlich später an der ersten Abonnenten, der auch der dann wirklich sehr aktiv mit dabei war und guckt auch fleißig den rein. Liebe Grüße, falls du diese Folge siehst. Schön, dass auf jeden Fall du dann den Weg in die Richtung gefunden hast. Und mit dem werde ich gleich auch noch ein bisschen was machen. Der ist ja nicht nur in Formel 1 mit dabei. Jetzt ist mittlerweile auch in GTA und so dabei. In The Forest war er mit dabei. Wobei wir auch schon klar gemacht haben, dass wir den zweiten Teil auch spielen werden, wenn der The Forest dann irgendwann kommt. Dipper Daylight könnte bald demnächst nochmal wieder kommen. Mal so ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Aber wie gesagt, mal schauen einfach, was dann so die Zukunft bringt. Aber ich freue mich, wie gesagt, wenn er dann mit einem Rennen beziehungsweise in der Karriere mit dabei sein wird bei uns. So, dann geht's jetzt hier rein in die letzten Kurven. Und wir wollen natürlich nochmal einen Schritt nach vorne machen. Also 13, dann sind wir 14, sind wir eben geworden nur. Hinter Mick, gut, Richtung Punkte könnte es durchaus möglich sein, aber schauen wir einfach mal, wie es wird. Mehr. So, der erste, der jetzt hier unten rausfährt, ist Albon. Der darf uns natürlich. Ah, shit, genau. Der kommt, glaube ich, ziemlich genau vor uns raus, ja. Ich hoffe, dass er jetzt mitschneidet, dass da jetzt noch ein Auto kommt, was auf der schnellen Runde ist. Okay, jetzt aber. Er hat es mitgeschnitten und er hat auch Platz gemacht. Da war ich einfach ein bisschen überrascht, dass er da so vom Gas gegangen ist. Aber hat alles wunderbar funktioniert. So, jetzt schön hier. Ich mag diese Ecke hier gar nicht. Schlimmer ist vielleicht die Nacht, denn ist ja gerade diese Links-Rechts-Kombination. So, natürlich haben wir da ein bisschen was verliegen, also möchten sehr früh auf die Bremse drauf. Na, 37,2, das ist noch mal eine Sekunde besser als das, was wir gegen Mick eben geliefert haben. Na, Albon, der will. Gegen den haben wir letzte Saison nämlich gefeitet. Erinnert euch, da waren wir nämlich Zweiter geworden. Und Albon musste hier 20 hinter und seine mit, weil die Chance haben, ihn noch zu kassieren in der Fahrerwertung. Da musste ich dringend mit Gewalt doch ein Auto neben ihm zwischen uns bringen. Diese Saison haben wir keine Chance, ihn zu kriegen. Jawohl, ich weiß gar nicht, wo wir davor sind. Ja, die Runde war nicht gut. Ach, danke, Albon. Aber da bist du jetzt selber schuld, wenn ich da. Das war jetzt nicht meine Schuld. Gefühlt nicht, weil ich bin auf der schnellen Runde, der drückt von hinten. Ich glaube, dass er jetzt das Auto abstellen wird, also weil er in die Box zurückgeht. Nö, er fährt. Natürlich kostet, haben mich das Zeit gekostet. Also führen wir momentan Verstappen. Wir von Verstappen und Albon.
Also scheinbar sind die Soft funktionieren die Soft deutlich besser als die Mediums. Das wird hier wahrscheinlich die letzte Session sein. Ja, einmal fällt ein bisschen zurück. Ah, jetzt kommt er doch wieder so ein bisschen. Also immer mal wieder. Die Runde fahre ich noch zu Ende, dann hüpft man die Box. Die Runde ist nicht. Mir reicht's mal nicht wirklich mit nach Hause. So, ab in die Box zurück und dann sind wir durch. So. Oh, wir sind ziemlich. Wir sind genau zeitgleich mit Charles Leclerc. Haben es eigentlich tatsächlich sogar im zweiten Sektor massig gerissen. Da sind wir eine gute, fast eine Dreiviertelsekunde schneller als der Leclerc, aber Leclerc für der Fahrt. Nur mal abgesehen davon, der ist wahrscheinlich schneller. Die Soft funktionieren deutlich besser als der Rest, als die Medios. Das ist ganz klar. Die Soft funktionieren. Die funktionieren deutlich besser. Habe ich das Gefühl. Zumindest jetzt hier im dritten freien Training, weil wir sind Zweiter. Also es gibt immer mal wieder so Strohfeuer, ne? Immer mal wieder. Man. Dritter im ersten freien Training, zweiter im zweiten, im dritten freien Training. Die Session und dann ist abgeschlossen, Moment. Also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Hamilton, Richards und Charles Leclerc. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Ja, und 14. im zweiten freien Training, also sogar hinter einem Teamkollegen. Und das ist halt genau das, was ich meine. Das ist dieser Mix, ich weiß es nicht. Ich kann aber noch nicht viel sagen. Vettel auf 20 nur zurückgefallen. Ach, mal schauen. Mal schauen. Ja, noch bald Zeit. So. Gut, dann sind wir mit dem freien Training tatsächlich in unserer MyTeam-Karriere durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Sprich morgen um 14 Uhr. Dann geht es weiter mit dem Qualifikationstraining, einem kurzen Qualifikationstraining. Und dann schauen wir mal, ob wir, wie wir es hinkriegen und wie wir es machen. Und ja, bin mal gespannt, was am Ende rauskommt, ob wir da wieder so eine Klatsche bekommen wie in Brasilien oder ob wir tatsächlich den positiven Trend aus dem ersten und vor allen Dingen aus dem dritten freien Training, ob wir den auch ins Qualifying mitnehmen können und eine gute Position erhalten bekommen. Weil es ist, wie gesagt, nicht ganz unwichtig. Es geht zumindest immer noch um Platz 4 in der Fahrerkarriere und auch um Platz 4 in der Teamkarriere. Es geht immer noch gegen Ferrari, es geht immer, also gegen Renault haben wir, glaube ich, einen Punkt Vorsprung oder drei Punkte Vorsprung. Gegen Ferrari sind es dann, glaube ich, 21. Und auch in der Fahrerdings, da geht es immer noch gegen Carlos Sainz, der, glaube ich, jetzt mittlerweile fünf Punkte Rückstand nur noch hat. Wie gesagt, zweimal 20 vor dem Brasilien-Rennen und dann wurde er Dritter und wir 13 da. Und ja, das ist halt das Problem. Da habe ich mich in Brasilien komplett verzockt. Na gut,
Schauen wir mal, was das Qualifying macht. Gibt uns das Hoffnung oder zerstört es quasi unsere komplette Hoffnung? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder morgen um 14 Uhr und dann freue ich mich, wenn ihr zum Qualifying auch wieder mit dabei seid. Bis dahin und tschüss.